Willkommen zum Let's Play Kingdoms of Amalur. Und zwar habe ich was herausgefunden. Und zwar kann ich meine ganzen Dinge, das heißt zum Beispiel dieses Schwert, zu meinem Plunder hinzufügen. Ich habe das vorher gar nicht gesehen. Ich bin durch Zufall durch ein anderes Let's Play draufgekommen. Finde das recht praktisch, wegen Verkaufen auch. Und ich habe auch offscreen gesehen, dass ich einen Helm bekommen habe. Ja, und zwar einen gelben Helm des Ernstes. Mit Lebensgeneration und Blockeffizienz. Dann rüsten wir uns natürlich gleich einmal aus. Sieht ein bisschen aus wie der Helm vom Skyrim, finde ich persönlich. Ein bisschen mit diesen Hörnern. Das heißt, die Kapuze geben wir gleich zum Plunder. Verkaufen wir dann. So, was haben wir sonst noch? Nahkampfmania, das geben wir zum Plunder. Die Eisenstulpen kann ich nicht verwenden. Ja, das heißt einfach nur, dass es schlechter ist wie meines. Das geben wir zum Plunder. Das geben wir auch zum Plunder. Die Beinschienen sind genau gleich. Geben wir zum Plunder. Da habe ich zu wenig Raffinesse. Sollte ich vielleicht einmal etwas Raffinesse auch skillen. Das ist auch Plunder. So, dann schauen wir uns noch schnell die Waffen an. Primäre, und zwar das Langschild. Schwert ist 23. Hier 19, das gebe ich zum Plunder. Plunder. Plunder, Eisengroßschwert, gut, das lasse ich hier noch. Das ist auf jeden Fall definitiv schlechter. Hammer werde ich auch keinen verwenden, Dolche auch keine. Ja, das sind schlechte Dolche. Feinklingen, ja, werde ich, denke ich mal, auch verkaufen. Die ist besser. Egal, zum Plunder. Stäbe ist auch alles Plunder, weil ich ja keine Stäbe brauche. Was Chakrams sind, weiß ich nicht. So, das Zepter brauche ich auch nicht. So, jetzt haben wir alles zum Plunder gegeben. Gut. Schauen wir, was wir für als nächstes für eine Quest machen. Vielleicht eine schöne Nebenquest, die nicht allzu schwer ist, damit ich nicht wieder stirb. Vielleicht sollte ich mir aber auch zuerst Heiltränke besorgen. Mal schauen, wie viel ich da noch habe. Aha, hier ist gerade gestanden, wenn ich Sinnesschärfe skille, dann kann ich Fallen entschärfen. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, weil wir haben im letzten Part ja gesehen, was passiert, wenn man die Falle läuft. Und zwar in eine Falle nach der anderen. So, dann werden wir mal auf unserer Karte schauen. Wie viele Tränke haben wir noch? 3. Ui, das ist nicht viel. Gut, dann reise ich am besten in die Stadt. Das sieht man auch, was es hier gibt. Ausbildung repariere, Gemmenschleifen, Heilung. Ja, gehen wir nach Gorhard. Ja, ich möchte schnell reisen. Ich glaube, Gorhard war die erste Stadt. Bin mir nicht mehr so sicher. Schauen wir mal, dass wir unser ganzes Zeug verkaufen und Heiltränke kaufen. Und wie das mit dem Plunder funktioniert, wissen wir ja jetzt auch schon. Ja, ja, man lernt immer wieder dazu. Es gibt sicher noch viele Dinge, die ich nicht weiß von dem Spiel, aber das werde ich noch alles erfahren. Hoffe ich. Ja. So, da liegt noch immer die Verletzte. Hallo. So, wo war denn das jetzt alles? Heilung war, glaube ich, hier. Hier steht Heilung, oder? Ist egal, ich gehe mal hinein. Ich glaube, fast Gemmenschleifen brauche ich als Krieger gar nicht. Bin mir nicht sicher. Habe ich ein neues Schwert? Wieso leuchtet das so? Aha. Aha. Seid ihr neu in Gorhard? Nein. Ja. Du kannst mir nichts bringen. Du kannst meine Sachen haben. So. Wo ist denn jetzt sämtlichen Plunder verkaufen? Aha. So funktioniert das.
Ist ja mal gar nicht so schlecht. Haben wir sonst noch irgendwas? Die ganzen... Oh, da verkaufe ich mal die Hälfte. Ich denke, diese ganzen Reagenzien werde ich auch nicht... Oh, werde ich auch nicht wirklich benötigen. Als Krieger vielleicht für Heiltränke. Weiß ich auch noch nicht, wie das geht. Muss ich mal schauen. Schauen wir mal, ob wir schon was kaufen können. So, ich habe jetzt schon mehr Gold. Oh, vergleichen. Toxisches Langschwert des Aderlasses. Stufe 3. Ja, das bin ich schon. 47. Oh, Körperschaden, Durchbohrungsschaden, Giftschaden und Blutungsschaden. Langschwert. Ob ich mir das gleich kaufen soll? Ach, ich kaufe mir das. Egal. So, ein Langschwert habe ich jetzt gekauft. Kleidung. Kleidung scheint mir jetzt... Was ist das da? Ein einfacher Kupferanhänger. Ja, ich glaube, das kaufe ich mir auch gleich. Egal. So. Okay. Lebt wohl. Wenn ich wüsste, wo die Heiltrankverkäuferin war, wäre das auch interessant. So, so schönes Schwert. Wunderbar. Und wo ist jetzt die Kette? Ach so. Die Kette ist hier. Irgendwo. Hm. Ja, wo ist denn die Kette hin? Wo? Verdammt. Ah, Accessoires. Ring. Achso, der legt das automatisch an. Okay. Das heißt, ich kann mein altes Schwert jetzt verkaufen. Ja, was kann ich euch bringen? Ja, ich will etwas verkaufen. So, verkaufen. War das dieses? Ach so, nein, das war das betäubende Langschwert, oder? Ja. Okay, schließen. Lebt wohl. Ich grüße euch. So, ist jetzt nur die Frage, wo ich die Heiltränke herbekomme. Ich sehe hier noch immer zwar, dass es einen Heiler gibt, aber wo der Heiler ist, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Hier steht doch das Kreuz, eindeutig. Eindeutig. Was die Sonderlieferungen sind, weiß ich noch immer nicht. Oh. Kann man hier, ist hier wer? Hallo, verkaufst du was? Hier gibt es nichts zu sehen. Nur... Genau. Gut, dann schaue ich einmal in die nächste Stadt. Vielleicht gibt es ja dort etwas. War das hier? Hm. Ich reise mal nach Diden Hill, wo auch immer das war. Ja, in dem Part werde ich jetzt eher... Das ist eher ein Part, wo Sachen verkauft werden. Aber muss natürlich auch sein, weil ja bekanntlich ein Rollenspiel... In einem Rollenspiel macht man das ja dauernd. Dauernd. So, wo war denn jetzt nochmal diese komische... Tusse... Zum Reparieren... Schmiede... Gemenschleifaltar... Schmied... Händler... Alter, die Heilerin... Ja, wo ist denn jetzt die Heilerin? Ich gehe einfach mal da rein oder so. Ja? Was soll ich sonst tun? Vielleicht... Gewerkhalle? Ach, ich weiß wieder nicht, wo ich meine Heiltränke herbekomme. Ja. Oh, das ist doch das Gasthaus, wo ich schon mal geklaut habe. Kann ich euch helfen? Oder? Ja, natürlich. Glaube ich jedenfalls. Ja, na, du kannst eigentlich nur mir Hallo, so Sachen willkommen verkaufen, in oder? Unserer berühmten Gewerkhalle. Ja, ist mir egal, ich möchte eigentlich nur da... Ach, die hat ja wieder nur... Hat die eigentlich so einen Trank zum... Ja, ach, die Tränke, ist das toll. Ich brauche noch immer diesen Trank zur Heilung.
Lebenstrank hieß der, glaube ich, oder? Wegen dem Fluch. Wegen dem Fluch entfernen. Das hat sie nicht. Aber sie verkauft Rezepte für den einfachen Heiltrank, die ich mir wahrscheinlich nicht leisten kann. So, einfacher Heiltrank, dann nehme ich gleich alle. Ja. Wenn ihr etwas kaufen wollt, leider kein Geld mehr, lebt wohl. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Ja, ich weiß, aber ich habe kein Geld mehr. Tschüss. Rezepte muss ich mir natürlich auch noch kaufen, damit ich mir vielleicht die Heiltränke irgendwie selber herstellen kann. Muss ich sicher noch in Alchemie auch skillen. Nehme ich mal stark an. So, das heißt, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, aber gut, werden wir mal schauen, was wir hier für Quests machen. Wäldern. Ja, schauen wir gleich einmal, wo das ist. Auf unserer Map. Bruder Fallen suchen. Ja, da kann ich eigentlich gleich von hier gehen, oder? Ja, sollte eigentlich kein Problem sein. Die Straße geradeaus und rechts. Ja. So in etwa. Gut, dann suchen wir jetzt den Bruder Fallon. Und zwar eine nette Nebenquest. Wieso laggt das schon wieder? So. Da müsste ich dann, glaube ich, nach rechts. Lieber die Quest nochmal. Einfach nur den suchen. Irgendwo in den Wäldern wird er schon sein. Wo davon sind wieder unsere lustigen Waldbewohner. Komm her, Bogart. Bogart. Hey, wieso habe ich meine Klingen ausgelöst? Oh nein, nein, nein. Die Klinge, die brauche ich nicht. Nein, ich möchte mein Schwert. Bitte. Ja, das Schwert ist nicht schlecht, aber meine Koordination ist irgendwie noch immer ein bisschen wirr. Ein bisschen durcheinander, würde ich mal sagen. Hui. Hui. So, Glutaugen. Wo muss ich denn hin? Wieder auf den Weg und nach links. Mal schnell speichern. Geradeaus eigentlich nur. Ah, da vorne ist es schon. Blutwurz. Oh! Was bist du? Oh! Dieses Land gehört der Roten Legion. Ja, ist mir egal, wem das gehört. Ist mir... Erfolg freigeschaltet. Im Menü bitte. Im Menü bitte. Also mein neues Schwert ist wirklich, wirklich, wirklich stark. Die Gegner sind echt nicht zu unterschätzen. Man darf die wirklich nicht unterschätzen. Verlorenes Pestschild einsammeln. 0 von 3. Oh. Brutaler Hammer. Gebetskette. Trübe Giftscherbe. An Bruder Fallon. Karren. Oh, da ist schon mal ein Pestschild. Jetzt muss ich sicher die Pestschilde finden. Ja. Haben wir da irgendwas bekommen? Ja, nur den Hammer. Den Hammer brauche ich nicht. Plunder. Was ist eigentlich mit dem ganzen anderen Kram? Oho. Nö, die Gebetskette brauche ich eigentlich auch nicht. Oh, die kann ich gar nicht weggeben. Interessant. Dann eben nicht. Wer bist du? Achso, mein Begleiter. Taucht ja reichlich spät auf, würde ich mal sagen. Ui, nicht in die Höhle, bitte. Ich will nicht in diese Höhle rein. Blutsteintiefen, ja toll. Sind das Kamele? Esel? Lamas? Was um alles in der Welt war das?
Pflanze. Was ist das? What's that? Oh, ein Bier, ein Bier! Bier, du böser Bier! Nein, du Bogart, brauch ich nicht, brauch dich nicht, du blöder Bogart! Ah, nein, nicht alle auf einmal! Nein, verschwindet bitte! Hilft mir den Tag wieder keiner! Kein Mensch, wieso, wo kommen die alle her? Wo kommen die alle her? Da war kein einziger Feind! Ja, ja. Ja, 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 ja. Ich weiß. Ich weiß, ja. Je. Pestträger, ich will keine Pest. Wo kommen die alle her, kann man das wer sagen? Eisengroßschwert ist sicher schwächer wie mein Schwert. Hier haben wir wieder einen Schrein. Truhe. Schwerter, Dolche, Truhen. So, jetzt schaue ich mal kurz, was ich hier habe. Und wir sind schon wieder halb tot, sehe ich gerade. Wie immer. So, ein edles Eisenlangschwert, das ist ja viel, viel schlechter. Plunder. Ein Eisengroßschwert. Plunder. Dolche. Plunder. Haben wir noch? Rüstung haben wir keine bekommen. Jo. Schattenprisma, was ist denn das? Aha, das ist ein, um die Feinde abzulenken. Interessant. Gut, 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 gut. Dann würde ich sagen, der Part ist schon wieder zu Ende. Leider. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir auf der Suche nach den Pestschildern sind. Zwei brauchen wir, glaube ich, noch. Ja, zwei. Und ich mache hier einen Cut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.